Aber ich werde immer noch Hühnerhaut, wenn man auf den letzten Sonntag zurückschaut. Wie ist das Spiel aus der Spielersicht gelaufen? Ja, am Anfang die ersten 10 Minuten natürlich ja, ein bisschen bitter, dass wir da in den Rückstand gegangen sind. Das war ja nicht unser Plan, den wir hatten. Aber dann ist es wirklich perfekt aufgegangen. Wir haben das können umsetzen, was wir uns vorgenommen haben mit einem ja, Pressing, das wir ein bisschen tiefer angesetzt haben. Nicht wie eigentlich immer, dass wir da voll vorne drauf gegangen sind und ja, dort gepresst haben, sondern uns zuerst zurückgezogen haben. Und dann ja, eigentlich in ein Spiel überlassen haben, sozusagen. Wo man dann gemerkt hat, sie haben nicht Lösungen gefunden, weil wir es sehr kompakt hatten. Und meistens haben sie mit längeren Ball gespielt und dann haben wir ja, unser Spiel eigentlich wieder aufziehen. Defensiv hat eine sehr starke Leistung gemacht. Das Offensiv zeigt, das war schlichtweg der Wahnsinn. Die 8 Minuten, die gehen in die Geschichte. Du selber zweimal als Vorbereiter. Ist das gleich schönes Gefühl, wie wenn man trifft, wie wenn man jemanden auflegen kann? Ja, es ist sicher auch schön, aber als Stürmer ja, bist du auf dem Platz für Goalschießen oder eben etwas Entscheidendes machen, wenn du selber nicht kannst Goalschießen. Und ja, das ist mir zum Glück gelungen, dass ich das zweimal vorbereiten konnte. Ja, vor allem die Effizienz ist sehr gut, die wir da an den Tag gelegt haben, dass wir ja, auch in den 8 Minuten ja, können reagieren und 3 Goalschießen. Jetzt kommt wieder eine Berner Mannschaft auf den Moment. Ist mir da als Freiburger noch mal ein bisschen mehr motiviert? Ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, die Rivalität ist im Hockey etwas grösser mit Bern und Freiburg, weil sie natürlich in der gleichen Liga spielen. Aber ja, es ist sicher etwas Spezielles, ja, wenn man da aus Freiburger gegen Bern spielt. Thun, sehr eine solide Mannschaft. Was macht sie speziell aus? Wieso ist es so schwer, gegen die zu spielen? Ja, sie sind sehr eben kompakt und auswärts meistens in erster Linie auf Defensive bedacht, dass sie da wirklich nichts zulassen, dass sie ja, am Anfang kein Goal bekommen. Und ich denke, für sie ist ein Punkt auswärts auch Erfolg. Und das ja, versuche sie mit allen Mitteln ja, durchzubringen. Und das wird extrem schwierig. Wenn du jemanden hast, der die Defensive ja, verstärkt oder vor allem mal auf die Defensive schaut, ist es natürlich ganz etwas anderes. Die wollen mitspielen, die wollen auf Sieg spielen. Und das ja, gibt dir halt vor allem vor in der Offensive ein bisschen mehr Raum. Wie gross ist die Gefahr, dass man jetzt denkt, nach dieser Gala-Vorstellung, es geht auch mit der angezogenen Handbremse gegen die Oberländer? Ja, das wäre sicher der komplett falsche Gedanke, wenn man das so denkt. Weil es braucht eben noch einmal ein bisschen mehr, weil sie so defensiv werden stehen. Dann müssen wir noch einmal mehr ja, in die Zweikämpfe kommen, die Bauern wollen zu verteidigen in einem Duell, vor allem in ihrer Platzhälfte. Weil es wird relativ eng und eben, es gibt keinen Platz. Von dem her ja, wird es an den einen oder anderen Zweikampf mehr. Ist das als Stürmer besser, wenn man weiss, man ist vor allem um die Box rum, oder kommt man lieber mit Zug aus dem Mittelfeld? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen einfacher, wenn man mehr Platz hat. Es gibt ein mehr Spielraum, ein bisschen abwechslungsreicher, dass du mal auf die Seite ausbrechen kannst, weil es ja, eher nur so ein Powerplay um die Box rum gibt oder in der gegnerischen Hälfte. Ja, kannst eigentlich nicht viel machen. Du musst einfach eben hoffen, dass sie auf der Seite durchkommen, dass du dich dann in der Box durchsetzen kannst. Und ja, so wird es natürlich schwieriger.